Liegestütze Part 1 ist durch die Decke gegangen und ich will heute wissen, wie viele Liegestütze unsere Teilnehmer schaffen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute heute mitmachen wollen, aber wir werden auf jeden Fall den saftigen Preis anbieten. 10 Liegestütze, gleich 50 Euro. Mal gucken, wie viel die mitnehmen und dann mal schauen, welche Schuhe bzw. welche Artikel allgemein die sich aussuchen. Und dann gibt es noch einen kleinen Spice. Sie können doppelt oder nichts gegen mich spielen. Und wie? Schauen wir mal jetzt. Also, mein Bester, wie heißt du? Moritz. Moritz, wie alt bist du? Ich bin 19 Jahre alt. Ja, wie viele Liegestütze schaffst du? Boah, ich sag 35. 35. Okay, bei uns läuft es so ab. Wir machen immer 50 Liegestütze und alle 10 Liegestütze bedeuten 50 Euro Gutschein. Das heißt, bei 35 Liegestütze, wie viel Euro Gutschein hättest du? Nee. Wie viel nochmal? 50 Euro pro 10 Liegestütze. Marcello, komm, hilf ihm. 175. 175, ja. Zeig. Okay, dann let's go. Zauberer, aber ja klar, du kannst Schuhe ausziehen, du kannst sie bequem machen. Okay, 35 Liegestütze. Ja, für 175 Euro. Gutschein für Wadi-Team. Hoch, ja. Und jetzt der letzte. 50, ja. 50, das reicht. 250 Euro. Und jetzt hast du die Chance. Bist du gierig und machst mit mir einen Coinflip für das Doppelt oder ein T-Shirt? Oder nicht. Normalerweise ist ja oder nichts, Doppelt oder nichts, aber wir geben trotzdem so ein T-Shirt. Das heißt, was? 500 Euro oder 50 Euro. Oder jetzt auf safe 250. Scheiß drauf, ich mach Coinflip. Also, Kopf oder Zahl? Zahl. Willst du es machen? Du kannst ruhig. Ich kann gar nichts. Zahl. Zahl. Yes, sir. Yeah. 500 Euro. Dann such dir was aus, wir holen deinen Kollegen rein, sag dir nichts, ne? Also, wie heißt du? Jonas. Wie alt bist du, Jonas? 19. Ja, Digga, 19 ist er. Ich hätte niemals gedacht, dass es 19 ist. Ich hätte gesagt 22, 23. Was denkst du, wie viel schaffst du? 45, 50 vielleicht. Okay. Am guten Tag. Dein Kollege hat rasiert, sag ich dir, so wie es ist. Einfach hoch, runter, sauber, ob breit, eng, wie du willst. Sechs, komm, noch vier. Schaffst du. Sieben. Ach, komm, schaffst du? 47. Okay, komm, wir runden das auf. Du hast 250 Euro Gutschein, aber jetzt hast du die Wahl. Du kannst mit mir einen Coinflip machen. Ich bin spätig. Das heißt, 500 oder nichts? Ja, für Video machen. Kopf oder Zahl? Zahl. Ich liebe meine Spielsucht. Nein! Yes. Das sagen wir nicht. Spielsüchtig. Nee, also, ne? Ja. Spielsüchtig zu sein ist nicht gut. Mein Bester, wie heißt du? Max. Max, wie alt bist du? 19. Digga, als ob du 19 bist. Ich hätte gesagt 21, 22. Okay, korrekt. Same. Aber es gibt ein Challenge. Die Jungs haben es gemeistert, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Was schätzt du, wie viel kriegst du hin? Ich weiß, ich habe noch nie versucht, aber ich denke so 25 bis 30 will ich. Okay. Du kannst enge Breite machen, komplett deine Auswahl. Du kannst mit mir doppelt oder nichts machen, aber nichts bedeutet ein T-Shirt und es kann sein, dass die beiden schon verloren haben gegen mich, aber das weißt du nicht. Wie viel hätte ich jetzt von Dinge? 200 Euro, wenn du gewinnst, hast du 400 Euro, aber wenn du verlierst, hast du halt nichts. Warte mal kurz. Wir machen diese Coinflip. Nee. So? Bitte diesen Kopf. Ja, das zählt. Das zählt nicht. Können wir das durchgehen lassen? Das ist Kippe, finde ich. Ja, ich sag es Kippe. Wir sagen neu machen. Ja, ich bin völlig bei dir. Ja, sag's. Okay, wir machen so. Wenn du jetzt die Kopf triffst, dann hast du 200 Euro wieder. Ja, okay. Das ist krass. Bitte diese Kopf. Oh, wow. Nein. Bitte. Nein, komm. Such dir zwei T-Shirts, gehen auf mich. Trotzdem 100 Euro. Danke, dass du mitgemacht hast. Ich bedanke mich, Bruder. Ich bedanke mich. Interesse geht auf meinen Nacken. Vielen, vielen Dank, ne? Kein Stress, aber du musst mir versprechen, dass du aufhörst zu zocken. Es bringt dich nicht weiter im Leben, glaub mir. Ich weiß, gib dir Hand drauf. Aufhören. Ja. So, du hast zwei Wadi-Team-T-Shirts. Sehr, sehr fresh. Viel Spaß mit den T-Shirts, ne? Gerne 5-Sterne-Bewertung auf Google lassen. Geht auf mich. Weißt du, worauf ich mich freue? Wenn Jan, und ich weiß, er guckt die Videos ab und zu, mein Steuerberater sagt, wofür ich Geld ausgebe, jetzt wird er sich so freuen, weil sie sind sinnvoll, weißt du, die machen Leute glücklich und ich kaufe mir nicht so irgendeine dumme Kacke. Rechnung kommt mit rein,
damit ihr auch seht, dass alles echt ist. Jetzt weißt du, dass wir die YouTube-Videos nicht faken. Gerne. Was sollen die Leute machen? Liken und abonnieren oder so. Ja, liken, abonnieren und kommentieren. Richtig. Und Benachrichtigungen an. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Danke, dass du mitgemacht hast.